Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir sind jetzt wieder frisch zurück von den irischen Gefilden, zurück nach Deutschland. Mann und Ulrich. Ja. Ich glaube, das hat dem Bier zu lange gedauert, dass wir auf die Suche danach gehen, sondern jetzt ist Bier zu uns gekommen. Schöne Grüße an Christian, ja. Ja, schöne Grüße. Endlich haben wir es geschafft. Und jetzt ist es soweit. Genau, wir werden uns das jetzt mal angucken. Ja, wir ziehen uns das jetzt mal rein hier. Wo fangen wir denn an? Oben, unten, unten, oben? Wir haben erstmal die optische Ansicht. Wir haben hier Rot und Weiß. Wir haben M und O. Mild gehopft. Mann und Ulrich. Silber? Nee, Rot. Okay. Ach so, naja. Du sagst Silber? Ja. Dann sage ich Bronze. So, wir haben hier, hier steht nochmal extra explizit vegan drauf. Dazu kommen wir später. Wir haben hier eine ganz normale braune Flasche. Steht denn hinten drauf? Im Jahre 1878 erblickte Mann und Ulrich Bier im Rostocker Stadtteil KTV erstmals das Licht der Welt. Jetzt brauen wir wieder ein Bier wie damals. Mit Aromahopfen verfeinert entsteht dieses milde und süffige Pilz, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Mhm. Brauwasser, Gerstenmalz, Aromahopfen. 40 Kilokalorien, 4,9%. Sogar noch haltbar. Stadtteil KTV. 2 oder 3 Punkte wir geben. 2. Augensucht oder Augenflucht? Kippeln. Also ich in Kippen. Ich wollte gerade googeln nach Gesundheit. Gut, ich wurde zweimal abgewürgt. Dann mache ich heute den mal auf. Thor's Hammer. Was ist denn hier abgewürgt? Was hat denn gemacht? Ich mache hier eine rote Zora. Ich will mein Engelbier trinken diesmal. Mann. Weil wir es endlich geschafft haben. Hier, The Grey Rebellion oder Green Lantern. Ey. Wieso jetzt? Ach, so ist es, ja? Na gut, dann kann ich ja. So. Glück, 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 Glück. Wenn er was kann, dann bitte. Schöne, klare, goldgelbe Farbe. Kohlensäure ist da. Schaum ist da. Oh, 4 Punkte. Ja, gibt's nichts zu meckern, ey. Alles da, was da sein soll. Wenn ihr euch gewundert habt, warum hier das Guinness steht, das hat man im letzten Video unbedingt mal anklicken. Ist jetzt hier verlinkt. Dann könnt ihr das jetzt irgendwie wegstellen. Ja, ist hübsch. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Alter, du bist ja schön, du hast Durst, wa? Säuerlich fruchtig, ja? Oh. Oh. Schmeckt anders aus der Flasche? Mhm. Ja. Warten. Hier schmeckt es mehr so Metallen. So. Obwohl ich das hier auch so rieche. Wir haben eine fruchtige Zitrusnote. Kohlensäure haben wir auf jeden Fall. Ist ordentlich.
Naja. Ich finde das heute Kohlensäure bei. Gebe ich dir recht. Aber es hat auch Hasselröhr oder Berliner. Ah, das ist ja auch ordentlich. Es mild auf jeden Fall. Ja. Hat eine leichte. Also bittere hat es. Nee. Geht weg. Ja, hat es nicht. Aber. Oh, jetzt muss ich jetzt nochmal. Also da muss ich da so ein bisschen mehr ergründen. Das ist ein komischer Nachgeschmack mit bei. Ja? Ja. Ja, du nicht wieder. Du merkst ja nicht mehr. Oh, aufstoßen. Ich suche jetzt noch ein bisschen so den Hopfen. Wow, wow. Alter, extra Aroma-Hopfen. Hanseatische Brauerei Rostock. Wo wird das Rostock gebraut? In derselben Brauerei? Oder was? Was schmeckst du denn da für einen Nachgeschmack im Abgang? Ja, so ein bisschen so eine typische Sternburg oder was? Naja, so ein Nachgeschmack ist das so. Mhm. Ja, den habe ich jetzt nicht. Muss ich mal ein Glas kippen. Ich habe eher so durch die Aromen, habe ich eher so, dass der Hopfen mir so ein bisschen untergeht. Der schwingt so ein bisschen mit, aber so richtig mitkriegen tust du nicht. Bittere hast du nicht. Also ich empfinde das als... Ihr könntet eigentlich ganz lecker. Ja, erfrischend leicht. Vielleicht lassen wir das mal in den Rostocker antreten. Naja, da bin ich aber. Ja, aber es ist vielleicht aus derselben Brauerei. Ja, da gewinnt es auf jeden Fall. 11? 11 Punkte? Das ist ein gutes Bier, keine Frage. Riecht doch gut. Na komm, belassen wir es bei 11. Gut, 11 Punkte. Spezialpunkte. Also dafür, dass das so ein altes ostdeutsches Bier ist, habe ich davon noch nie was gehört, bevor Christian uns nicht gefragt hat. Hm. Die hängt da noch ein bisschen Bart. Hat ein bisschen Bart hängt mir am Bart? Oder? Ja, hier so. Nicht. Also YouTube Marketing machen sie nicht. Anscheinend. Aber ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, vielleicht haben sie auch einfach ja nicht nötig. Ich bin so assi, ich trinke jetzt schon lieber aus der Flasche als aus dem Glas. Aus dem Glas schmeckt besser. Ist komisch, wie es klingt, aber es ist so. Das ist schon ein lecker Bier. Kannst du meckern. Also das ist so ein Bier, wo ich dann auch eine Kiste Bier mal holen würde, auf jeden Fall. Findest du doch ja nicht. Na doch, ich weiß ja, wo ich es geholt habe. Deutsche Drei Nights hier bot, ja? Ja. Spezialpunkte. Gehen. Ja. Aber lass uns mal was zu sagen. Beim Uwe sind wir noch nicht angekommen. Naja, pass auf. Ich pass auf hier. Wir reden jetzt mal über das Vegane. Lass das doch so. Nee, dann sieht man halt Vegane nicht. Ach so. Mann, hier. So, passt auf. Pass auf jetzt. Also. Erzähl nur was hier. Ist Bier vegan? Na? Ja, aber nicht immer. Das deutsche Reinheitsgebot für Bier ist erst einmal verlässlich für Veganer, denn es sieht, naja, es ist halt Wasser, Hopfen, Malz und Hefe, ne? Ist klar, vegan. Aber in ausländischen Biersorten können auch Honig oder tierische Farbstoffe, wie zum Beispiel, ach, mich schüttelt gleich, Farbstoffe aus Schild,
Läusen stecken. Das sogenannte Karmin. Ja. Also, haltet euch an das deutsche Reinheitsgebot, dann seid ihr vegan. Ja, genau. Ansonsten kann es euch durchaus passieren, dass ihr so ein bisschen ein paar Läuse mit drin habt. Läuseteile. Auch wenn es nur Spuren sind. So. Also, da lobe ich mir auch das deutsche Reinheitsgebot. Auf jeden Fall. Auf das deutsche Reinheitsgebot. Mhm. So, also, wenn du hier Fakten machst, mache ich jetzt mal einen Witz. Ja, hol mal ihn raus. Ne? Einen schlechteren Witz habe ich leider nicht gefunden, auf die Schnelle, ja. Mhm. Wir haben auch leider kein französisches Bier gerade da. Wie hieß es? Moretti, wa? Ja, würde jetzt gut passen. Gast. Oder wie nenne ich denn den Witz jetzt hier? Froschschenkel. Froschschenkelwitz. Mhm. Gast, sagen Sie, Herr Ober, haben Sie eigentlich Froschschenkel? Kellner, natürlich. Gast, sehr gut. Dann hüpfen Sie bitte mal zur Bar und holen mir ein Bier. Mhm. Ah, ha, ha, ha. Der absolute Hammer. So, okay. Mann, nee. Ist ja wie der Cowboy zum Friseur geht. Mann, nee. Da kommt er wieder raus, Pony weg. Ah, ah, so. Uwe? Hat du Eisbein? Ja, musst du Socken anziehen. Jetzt ist es bekloppt. Und halt so eine Witze. Was, Uwe? Nee. Mahn und Ulrich. Ist der Uwe auch dabei? Nein, der Uwe ist diesmal nicht dabei. Gut. Also Schluss mit den dummen Witzen. Wegkippen? Nee, einkippen. Inkippen. Rinnkippen. Eieiei, das ist aber auch dolle. Das ist komisch, bei mir wechselt es immer so zwischen das Säuerliche und dann kommt so ein bisschen Touch Süßliche drin. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber es schmeckt. 22. Übrigens, Mann Dolerich, gibt es hier Getränke Blumenberg, ne? Getränke Land in Blumenberg? Nein, Getränke Blumenberg. Was? Getränke Blumenberg. Das heißt Getränke Blumenberg? Ah, nein, Getränkeland Blumenberg, aber ja. Das ist mir zu lang. Sagt doch Getränkeberg. Oder Geblu. Ja. Geblum. Gag. 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 Genau. Fahr zu Gag. Wo wir gerade beim Grüßen sind, ich grüße dann noch den Tim und dann grüße ich noch. Habe ich den Namen vergessen? Hm. Ja, Gesundheit. Dann grüße ich nur den Tim. Gut. Im nächsten Video grüße ich dann schlecht jemand anderes. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, müsst ihr hier Kommentare abgeben. Dann genau. Werdet auch gegrüßt. Richtig. So, vielen Dank für den Tipp. Das hat uns definitiv weitergebracht. Ja, Christian, schönen Dank. Vielleicht hast du noch eins so. In den nächsten anderthalb Jahren kriegst du ein Video. Ist lecker. Du sag mal. Das geht bei uns rucki zucki. Ja. Was ist denn jetzt schon draus geworden? 22, habe ich doch schon gesagt. Steht doch schon da. Hör auf. Echt? Was ist denn das? Was ist denn das? Silber. Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und einem recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ja, hervorragend. Hm? Silber ist schon. Ist schon gut, wirklich. Schon gutes, sehr gutes Bier irgendwie. Alles ab Silber ist schon wirklich gutes Bier. Definitiv. Also herzlichen Glückwunsch, Mann Ulrich. Ja, passt. Unsere Bewertung ist schon echt extrem, ne? Also gibt es im nächsten Video, Rico. Das ist eine gute Frage. Ich schätze mal Bier. Ja, weil auch keiner einen anderen Vorschlag macht. Ich würde doch gerne mal. Ein Whisky? Nein, Mann. Ein Wodka? Ein Wasser probieren. Ein Wasser. Vielleicht testen wir mal Spreequell.
Aquavit? Er zaubert heute aus seinem Keller. Was ist denn ditte? Oh, 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 oh. Kotze. Kotzel. Kotzel. Kosel. Lager Premium mit dem Bock. Habt ihr Bock drauf? Klebt drauf. Bock. Da fliegt der Rock. Bis zum nächsten Video. Ihr wolltet sehen, ich weiß es genau. Deswegen Kanal abonnieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Achso, und Glocke aktivieren natürlich. Und liken und teilen. Und dann seid ihr wieder dabei. Und unbedingt hier unter dem Video kommentieren, dass ihr mal erwähnt werden wollt. Gegrüßt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.